So Leute, nach langer Zeit kommt mal wieder ein Shop-Video von mir, so ein paar kleine Informationen. Ich würde sagen, aber wir packeln nicht lange, wir gehen auch direkt rein in den Shop. Und eins vorweg, es gibt heute wieder in Rette die Welt V-Bucks. Also wir haben ja gestern schon im Livestream, ich glaube, wie viele V-Bucks hatten wir? 125 V-Bucks grob. Ihr seht es hier oben rechts, ich war bei 5000 V-Bucks schon wieder unten, bin schon wieder bei 7200. Also wer Rette die Welt noch hat, wo man V-Bucks bekommt, also bevor es erneuert wurde, kann sich da heute auch noch einiges abholen. Werde ich euch natürlich gleich auch noch alles zeigen, wo es heute halt, wie gesagt, die V-Bucks gibt. Aber ich würde sagen, wir gehen da rein in den Shop. Wir sehen schon, wer ist da? Richtig, Money. Ich weiß nicht, Money ist für mich immer Money von Ice Age. Mehr ist es für mich nicht. So, es gibt das Ganze heute im Sonderpaket. Nur heute. Und schlag zu. Wenn ihr natürlich zuschlagen wollt, gern mit dem Creator-Code YT-FamilyEgg. Selber nicht eingetragen. Immer drauf achten. Gucken, dass ihr irgendeinen unterstützt. Wirklich, denkt dran, unterstützt irgendjemanden. Ist egal wen, ob große, kleine. Ist eure Entscheidung, aber besser so, als irgendwie V-Bucks oder Geld für andere zu verschenken. Epic Games freut sich über jeden Kauf, wo ihr keinen Creator eingetragen habt. Aber wir gehen kurz rein ins Paket. Money wurde mir bereits geschenkt. Grüße gehen da raus. Ich schätze mal Zampal, Raptor oder wer auch immer. Grüße gehen raus. So, was gibt's im ganzen Paket? Im Paket gibt es einmal den Money Skin. Einmal die, ist die Magma, ne, ist nicht die Magma-Tarnung, ist grelles Glühen. Königlicher Drachen und die Pickaxe. Ah, gut, ist halt oldschool, ne? Ist halt richtig oldschool. So, wie gesagt, das Ganze gibt es für 1500 V-Bucks. Mit diesem Kauf unterstützt du mich. So, was haben wir noch drin? Die Heldenausrüstung. Da die. Ah, viele feiern diese Pickaxe. Ich feiere die überhaupt nicht. Nee, gar nicht meins. Dann gibt es noch die leckeren Kuchen. Einmal als Emote und einmal als Rückenteil. Naja. Also da sage ich ganz ehrlich, wer so rumläuft. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Du kannst alle Sticker darauf anwenden. Ah, ja, dann wird das Ganze ja doch wieder interessant. Ja, man merkt, ich war in Fortnite lange Zeit nicht mehr drin. So, was haben wir noch? Noch. Einmal das. Das Ganze gibt es natürlich auch wieder als Paket für 1400 V-Bucks. Da haben wir dann noch das andere Emote. Das Kuchen-Emote. Einmal das Rückenteil. Und die Pickaxe für 1400 V-Bucks. Nein, ihr wisst selber. Bei jedem Kauf lässt sich drüber streiten. Ist es zu teuer? Braucht man es? Also muss jeder für sich selber entscheiden. Was haben wir noch drin? We have. Aha, jeder kennt ihn. Ja, genau. Schön das Lama-Küssen. Oldschool-Skin. Season 6. Season 6 und wie gesagt schon Oldschool. So weit ist es schon gekommen. Aber was macht er? Genau, er streichelt schön. Sie streichelt schön ihr Lama. So, dann haben wir die Seeräuberin drin. Der Skin ist eigentlich schon echt nice. Also der gefällt mir wirklich. Der ist spielbar. So, was haben wir noch drin? Beschlagene Hacke. Des Weiteren. Rückpackler. Ja, bei dem Skin, sage ich ganz ehrlich, der Skin sieht nicht schlecht aus, aber ist eigentlich im Spiel nicht zu gebrauchen. Außer man spielt Gruppenkeile, weil ich sage ganz einfach, du bist halt so aufwendig mit dem Skin. Dann haben wir noch Piorette. Grüße gehen an den wieder raus, der es mir geschenkt hat. Und Schere, Stein, Papier. So, was haben wir jetzt? Zack, zack, zack. Flach, guck mal, Faust, jetzt Schere. Na, scheiße. So, des Weiteren haben wir natürlich immer noch Flash mit drin. Sag ich ganz ehrlich, sieht hier ganz nice aus, aber in-game überhaupt nicht meins. Ich habe bei Standskin gesehen, also, ne, mein Skin ist es nicht. So, was haben wir alles im Paket drin für 2200 V-Bucks? Einmal den Skin selber von Flash, Rückenaccessoire, Pickaxe. Oh, die Pickaxe. Also, man hat inzwischen so viel. Ich sag's euch einfach wie so. Dann haben wir noch das Emote. Schön leckeren Hamburger essen. Wenn man liest noch eine Zeitung dabei. Oder man trinkt was. Oder es ist vorbei. Dann haben wir noch den Ladebildschirm. So, was haben wir noch dabei?
natürlich die Legacy Skins plus den Kleider. Ist schon nice. Also, die gefallen mir schon wirklich gut. Dann haben wir noch einmal das ganze Paket. Einmal die männliche Variante. Zum Beispiel aufpassen, dass ich aus Versehen kaufe. Man kennt es. Einmal ohne Helm, einmal mit Helm. Aber da muss ich sagen, das Skin an sich gefällt mir eigentlich recht gut. Aber ich bleib dabei. Ich habe so viele Skins. Also in meinen Augen, ich bräuchte eigentlich gar keinen mehr. So, wie viele Leute sind denn online? 5 Leute. Morgens um 7 Uhr. 5 Leute online. Alter, wirklich. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Lol, lange ist es her. So? An den Anfang. Ah! Weil ich sagen wollte, bei Skins, ich meine, es sind schon einige, um Gottes Willen. Aber wie viele Skins benutzt man? Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ja, holt euch den Skin, aber man bekommt so viele Skins. Wie gesagt, spart euch das Geld. Wenn ihr die V-Bucks bekommt über Rette die Welt, spart euch da drüber, holt euch dann die Skins. Aber gebt nicht so viel Geld aus dem Fortnite. Ist einfach nur mein Tipp, weil es ist nur kosmetisch. Aber ist wie immer jedem selbst überlassen. So, jetzt gehen wir schnell rüber in Rette die Welt. Aber schon geguckt, 2 V-Bucks-Aufgaben sind heute drin. Scheu der Affe. Denk dran, lass deine Nichte nicht so viel spielen, hol dir die V-Bucks. So, zack, 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 zack. Wie viel? Bababam, wo habe ich sie gehabt? Blankaton war eine. Die habe ich erst mal länger gesucht, weil sie sich hier unten versteckt. Hier unten bei 34, 30 V-Bucks. Und dann haben wir noch eine in Blankaton. Jetzt hoffe ich, dass ich die auch direkt finde. Nee, da war sie nicht. Da. 46, 35 V-Bucks. Damit würde ich sagen, sind wir eigentlich so weit durch. Wie gesagt, heute nochmal schön 65 V-Bucks. Ich habe eben nochmal gerade schnell geguckt, weil ich kann nochmal gucken. Wir hatten in den letzten 30 Tagen, hatten wir jetzt 1765 V-Bucks. Also beschweren können wir uns da wirklich nicht. Erst kam nämlich gar nichts mehr. Jetzt kommen V-Bucks ohne Ende rein. Dann gehen wir noch schnell in den Lama-Shop. Ein ganz normales Upgrade-Lama. Dann für 1000 V-Bucks, lächerliche 1000 V-Bucks. Gibt es noch ein paar Waffen, sonst hat sich eigentlich nichts erneuert. Und dann würde ich sagen, in kurze eigene Sache nochmal, wundert euch nicht, warum so viel von Valheim jetzt kommt. Ich habe die Videos schon ausgeschaltet, dass ihr nicht dauernd eine Benachrichtigung drüber kriegt, weil dann schreiben halt schon welche nicht so ganz nette Sachen drunter. Dislikes sind natürlich dann auch da, weil die Leute sich nicht für die Spiele interessieren. Wer sich aber für Valheim interessiert, einfach mal auf dem Kanal generell rumgucken. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht sieht man sich nachher nochmal in Fortnite, wenn ich die V-Bucks-Mission mache. Oder ich weiß nicht, ob meine Frau da mit mir streamen will. Und dann werden wir uns halt in Valheim sehen. In dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.